Bist du ein Junge? Nein. Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu, ja, ich kommentiere Kommentare, meinem geilen Format hier. Ich habe mir gedacht, ja, wenn ich das einmal samstags gebracht habe, dann bringe ich das alle zwei Wochen samstags. Und, ja, jetzt sind wir hier auf meiner Seite. Boah, das Bild ist so total überhellt, ist mir gerade mal so aufgefallen. Die sind alle voll hell. Ja gut, wo haben wir es denn da? Alle 90 Kommentare. Wo sind wir denn stehen geblieben? Das hatten wir schon, das hatten wir schon, das hatten wir schon. Kleinere YouTuber. Hier, magst du mich? Ja, ja, ich mag dich, auf jeden Fall. Weißt du, wer ich bin? Komm, wir machen jetzt hier mal ein bisschen Werbung. Keine Ahnung. Entschuldigung. Ja, ja. Weiter geht's. Wo sind wir denn stehen geblieben? Da, weißt du, wer ich bin? I know, aber ich mag deine Videos. Dankeschön, dankeschön. Ja, okay, jetzt aber komplett anfangen. Magst du Fußball? Ja. Ich mag Fußball. Mehr kann ich dazu auch nicht sagen. Wenn ja, welcher Verein? Eintracht Frankfurt. Ich komme hier aus Hessen und wenn man in Hessen wohnt, dann müsste man theoretisch Frankfurt oder Darmstadt-Fan sein. Darmstadt ist ja auch in der ersten Liga für die Leute, die sich nicht so unbedingt mit Fußball auskennen. Aber ich denke mal, die meisten von euch schon. Ja. Welcher Fußballer magst du am meisten? Welchen Fußballer magst du am meisten? Hey. Ja gut, so einen richtigen Lieblingsfußballer habe ich jetzt eigentlich gar nicht. Halt Alexander Meyer ist halt cool, wenn der mal ein Tor schießt, weil in letzter Zeit hat er so ein bisschen so eine Flaute. Ja, aber sonst so einen richtigen Lieblingsfußballer habe ich eigentlich nicht. Das ist genauso wie Lieblings-YouTuber habe ich eigentlich auch nicht. So, gehst du noch zur Schule? Ja, tatsächlich. Ich mache mein Fachabi jetzt noch das letzte halbe Jahr. Und mal gucken, was ich danach mache. Hoffentlich Ausbildung. Ich weiß es nicht. Vielleicht auch soziales Jahr. Mir stehen alle Wege offen. So, weiter geht's. Hast du eine Freundin? Wer das letzte Video nicht geguckt hat, ist unten in der Beschreibung. Nein, habe ich nicht. Und wenn ja, kannst du mal mit ihr zusammen Let's Plays zocken in einem Video. Ja gut, das beantwortet sich dann, glaube ich, von selbst. Isst du gerade? Nein, ich nehme tatsächlich gerade auf. Und hier steht auch nichts Essbares rum. Nö, steht tatsächlich nur was Trinkbares. Trinkbar? Ist richtig, oder? So. Wie geht's? Ja, mir geht's super. Dienstag heute, 7.8. schon ausgefallen. Besser geht's nicht. So, weiter geht's. Weißt du, wie groß ich bin? Schreibt die liebe Sandra E3M. Was ein Name. Keine Ahnung. Ich kann ja mal auf deine... Na gut, das mache ich jetzt nicht. Ich schätze dich auf 1,60, 1,70. So um den Dreh. So eine typische Mädchengröße, so. mach mal weiter hier. Wo wohnst du? In Hessen, ja. So viel verrate ich euch, verrate ich euch nicht. So, magst du Bratwurst? Tatsächlich. Ich mag Bratwurst, ja. Aber meistens nur an solchen Feiertagen, wo man halt so... an so Weihnachtsmärkten oder an irgendwelchen anderen Märkten, wo es halt Bratwurst gibt, da esse ich gerne mal eine Bratwurst, aber zu Hause eher etwas selten. Warum beantwortest du die Fragen nicht? Alle, okay. Ja, ich beantworte sie gerade. Das war auch schon ein bisschen länger her und ich hatte das eigentlich schon länger vor. Und 14. August. Ich hatte es, wie gesagt, schon ein bisschen länger vor. Nur ich wusste nicht so ganz, wie ich es machen soll. Und da habe ich mir gesagt, okay, dann mache ich das jetzt so, weil mit meinem super Handy hier, das ist dann, wenn es dunkel ist, dann kriegt das auch nicht so besten Bilder hin, mein iPhone 6. Ja gut. So, bist du ein Junge? Nein. Nein, Spaß. Natürlich bin ich ein Junge. Ich gehe zumindest stark davon aus. Also immer schön fleißig gucken. Stimmt doch, ich habe dir einmal, glaube ich, beantwortet die Fragen. Ich glaube, ich habe die einmal beantwortet in einem Video. Train Fever? Kommt das hin? Ich glaube, das könnte hinkommen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Habe nur 3.
Also ich habe 5. Keine Ahnung. Wie kamst du, du zu YouTube und wer ist dein Lieblings-YouTuber? Ich kam... Das war meine Maus. Ich kam zu YouTube, indem ich eigentlich... Ja, ich habe mich mit meinen Nachbarn früher unternommen. Das ist tatsächlich so. Und... ja, keine Ahnung. Wir haben uns halt drüber unterhalten. Ja, YouTube ist voll cool und so. Und da ich eh gerne persönlich viel spiele, was mir manchmal auch zum Verhängnis wird, Noten und so, habe ich mir gedacht, ja, wieso fange ich nicht einfach an mit YouTube? Weil mir wird Spaß machen, die ganze Zeit zu quatschen, weil ich bin eigentlich auch relativ offen, aber auch manchmal ein bisschen schüchtern. So wie es halt typischer Junge ist. Das ist schön, jetzt bin ich hier zurückgegangen, yay. Ja, ich weiß nicht. Und ja, so richtig viel kann ich dazu jetzt eigentlich auch nicht sagen. Wo sind wir stehen geblieben? Da machst du Bratwurst, da. Ja, und wer ist mein Lieblings-YouTuber? Würde ich sagen, schaut im letzten Video vorbei. Da habe ich euch das mal erwähnt. Und jetzt gerade eben auch nochmal so ein bisschen, ja. Bist du eine Banane? Nein, bin ich nicht. Zumindest habe ich eine normale Hand. Ich welchen Videos? Ich welchen Videos? Du Videos, ja, keine Ahnung. Was würdest du machen, wenn Dena vor dir steht? Ich mag Dena, das ist tatsächlich so. Ich schaue zwar keins seiner Videos, aber an sich finde ich den eigentlich echt cool. Und keine Ahnung, ich glaube, ich würde mich halt freuen und ihm nach einem Autogramm bitten. Vielleicht mal kurz quatschen. Aber ich würde jetzt nicht wie so ein Fan... Ah, Dena! Lalala. So durch die Gegend rennen, Entschuldigung, wenn es ein bisschen laut war gerade. Also, würdest du gerne eine Wii U haben? Nein, tatsächlich nicht. Ich hatte früher mal komplett Nintendo. Ein Game Boy hatte ich, Nintendo DS hatte ich, eine Wii hatte ich. Und irgendwann habe ich mir dann gesagt, keine Ahnung, brauche ich jetzt nicht mehr. Und dann habe ich mir gesagt, okay, deswegen bin ich jetzt nicht mehr auf Nintendo, sondern eher auf Sony. Ja, zumindest bei den Spielekonsolen. Mach bei der Wii. Komm, ich schweife jetzt mal ein bisschen vom Thema ab. Wir haben einmal so einen Spielenachmittag gemacht mit meiner Oma und meinem Vater und meiner Tante und dies und jenes. Haben wir Wii gespielt. Wii Sports. Boxen. Meine Oma gegen meinen Vater. Ihr könnt ja mal raten, wer gewonnen hat. Schreibt es in die Kommentare. Es ist auf jeden Fall lustig. Ich muss mal aufhören, die ganze Zeit ins Mikrofon zu blasen. Haha, blasen. Entschuldigung. Warum hast du mich abonniert? Weil ich dich cool finde, tatsächlich, ja. Das ist tatsächlich so. Oh, danke. Ja, weil du sympathisch geschienen hast. So ist das. Das Lustige, ich habe dein Sims 4 Let's Play gesuchtet, als du dann auf einmal auf meiner Seite warst, dachte ich mir, oh Gott, ist das der Echte? Ja, ich bin der Echte. Ich gehe zumindest stark davon aus, dass ich der Echte bin. Außer es gibt nur einen anderen Smash Style LP, der genauso aussieht wie ich. Dürfte es theoretisch nicht geben. Keine Ahnung. Läuft bei dir, Tobias. Fett bist du geworden. Nein, Spaß. Entschuldigung. Hättest du lieber ein Einhorn oder ein Pegasus? Da ich mit beiden eigentlich relativ wenig anfangen kann, hätte ich lieber gar nichts. Und wieso stehen hier unten eigentlich meine ganzen Downloads drin? Jetzt vibriert mein Handy, geil. Ja, keine Ahnung. Pegasus ist, glaube ich, besser. Wieso schreiben mir jetzt die ganze Zeit Leute? So, hier, jetzt so die letzte Frage. Willst du jemandem etwas sagen, das, was du dich nicht traust? Wenn ja, was? So ab und an möchte ich irgendwelchen Lehrern sagen, dass sie scheiße sind, aber nicht jetzt auf meiner neuen Schule, sondern eher auf meiner älteren. Aber nur ein paar. Nein, Spaß. Keine Ahnung. So richtig wüsste ich jetzt eigentlich nichts. Nö. Ja gut, das war das dann. Da liest man noch. Achso, warte. Ich habe hier noch eine Frage ganz unten bekommen, die fand ich richtig gut. Ja, das meine ich jetzt nicht hier. Nein. Was hältst du eigentlich von Tierquälerei? Tierquälerei, das ist wirklich so ein Thema,
Das ist hart. Tierquälerei, das darf nicht betrieben werden. Egal bei welchem Tier, egal ob es eine Kakerlake ist, eine Ameise oder ein Hund oder ein Pferd. Tierquälerei ist wirklich so ein Thema. Viele scheren sich da eher drum rum und sehen das so als Nebensache an. Ich finde, das ist tatsächlich heute in unserer Gesellschaft ein relativ großes Thema, weil es gibt ja auch auf Facebook oder so diese ganzen Videos, so Menschen Hunde treten und dies und jenes. Und ja, das ist schon so ein Thema, ja, das ist schon schwierig, das kann man so sagen. Aber ich kann hier nochmal drüber reden, wenn das dann irgendwann mal hier dran kommt. Ja, und damit würde ich dann sagen, verabschiede ich mich für diese Folge und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns dann in 2 Wochen wieder beim nächsten Ich kommentiere Kommentare Video. Bis dahin, habt eine schöne Zeit und macht's gut, ciao.